Hallo, ich bin Carsten in Bräuningshain. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin in Vogelsberg gefahren, um fürs Treffen Ende August was vorzubereiten. Fürs Treffen Ende August bereite ich hier gerade ein Fotorallye vor. Also eine Art moderne Schnitzeljagd, wenn man so will. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit. So, vom Treffen aus geht es auf jeden Fall erstmal ordentlich bergauf. Ja, überall gibt es hier auch diese Feldsofas oder wie auch immer man sie nennen will. Jetzt sind wir gleich an der Jugendherberge. Also ist hier ein Wanderweg, aber der ist auch ganz gut zugewachsen. Ja. ~60 links rein. Ich sehe noch nichts in 60 Metern. Ja, gerade bin ich da am Weinfasshotel vorbeigekommen. Jetzt müssen wir aber erstmal Straße überqueren. Und dann geht es einmal auf den Hohe Rotskopf. Aber wir sind ja auch schon relativ weit oben. Also allzu viele Höhenmeter kommen dann jetzt nicht mehr dazu, bis wir ganz oben sind. Ja, Bismarckturm. Leider betreten verboten.
erbaut von 1906 bis 1910. Oh, Gott. Eine Mücke verschluckt. Ja, wahrscheinlich einsturzgefährdet. So, und jetzt geht's zum Bonifatiusborn. Den haben wir hier. Hier soll Bonifatius im 8. Jahrhundert gepredigt und getauft haben. Ist da überhaupt noch Wasser drin? Dröge. So. Hier am Bonifatiusborn bzw. am Bismarckturm habe ich jetzt kurz was gegessen und jetzt gehen wir erstmal ein kleines Stück den Weg zurück, den wir gekommen sind, und dann kommt ein Abzweig und da nehmen wir dann wieder einen neuen Weg Richtung Hohe Rotskopf. Jetzt komme ich hier vom Bismarckturm runter. Fängt es an zu regnen. Warte ich kurz ab. Ich gehe mal davon aus, es ist nur ein Schauer. Oder ziehe ich mir einen Poncho an? Weiß ja immer nicht, wie Masse verkehrt. Ja, wie ich schon erwartet habe, hat aufgehört zu regnen. So, jetzt geht es hier ein kleines Stück parallel an der Straße lang. Lässt sich nun mal halt nicht immer vermeiden. Ne? Oh, und da stand gerade Hohe Rotskopf, 1 Kilometer. Also wie gesagt, ist nicht mehr allzu weit. Ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir rum. Ja, jetzt habe ich ja gefilmt und allen möglichen Quatsch noch nebenbei gemacht. Ich würde sagen, normalerweise normalerweise wäre ich schon um einige schneller unterwegs. Ja, und wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ist der Bonifatiusborn dann der eigentliche Taufstein. Muss man auch erstmal wissen. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Dann seid mir nicht böse. Dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. So, 14 Meter rechts. Das wird dann wohl hier sein. Hohe Rotskopf steht da zumindest auch dran. So, hier oben am Hohe Rotskopf kann man natürlich auch einkehren. Mache ich jetzt nicht. Und dann geht's hier den Skihang runter. Ein bisschen muss man hier aufpassen, weil das ist ein offizieller Wanderweg, aber gleichzeitig auch scheinbar ein offizieller Mountainbike-Weg. Mountainbike-Trail, so. Also da muss man dann natürlich ein bisschen seine Ohren auch aufhaben, ob nicht doch was von hinten kommt. Hier sollte es dann jetzt gleich rechts gehen. Jetzt kommen wir hier am
Segelflugplatz vorbei. Ja, Bräuningesheim hat auch einen Segelflugplatz. Aber zumindest Schotten. Ich weiß ja nicht, ob das hier zu Bräuningesheim gehört wird. Auf jeden Fall, denke ich mal, wird es immer noch Gemeinde Schotten sein. Ja, das letzte Stück ist dann Asphalt, aber sind dann auch nur noch 1,5 Kilometer oder so. Also nicht mehr wirklich viel und dann ist das schon in Ordnung. Ja, ich würde sagen, ich habe sogar einen richtig guten Tag erwischt, wettertechnisch. Weil Miriam sagte mir vorhin, dass hier auch wohl ganz gut geregnet hätte in letzter Zeit. Und wie gesagt, außer dem Schauer, der da vorhin, weiß ich nicht, ich glaube eine Minute oder zwei, viel länger ging der gar nicht. Außerdem hatte ich heute nur Bombenwetter. Ja, da oben sieht man noch den Hohen Rotskopf, den Fernsehturm, da waren wir vorhin oben. Ja, ich bin zurück in Bräuningesheim oder am Ortsrand. Ich gehe jetzt noch das kleine Stück zur Kirche und dann wieder zurück zu den Dunkels. Da steht nämlich mein Auto. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.